Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Ultimate General Civil War mit der Union, mit dem Blaurücken und kämpfen gegen die Konföderierten, die Frechen aus dem Süden. So, Schlacht am Antietam. 17. September 1862. 2 Jahrhunderte später. General Robert E. Lee hat am 3. September 1862 die Grenze zum Staat Maryland überschritten. Er beabsichtigt, den Krieg in das Territorium der Union zu tragen. Das können wir nicht zulassen. Wir marschieren, um Lee abzufangen. Er trifft Vorbereitungen, sich unserer Armee bei der Stadt Sharpsburg entgegenzustellen, wo er eine solide Verteidigungslinie entlang des Antietam errichtet. Das ist natürlich beschissen. So. Das, was jetzt cool ist. Ach, ich hätte vorher Brigaden verschieben sollen, ne? Zentrum. Ja, das sieht ist nicht effektiv. Quasi da Truppen raus und in die rechte Flanke rein. Da gehen wir nochmal ins Lager ganz kurz. Vor allem, der hat ja kaum was, ne? Ist ja. Das dritte ist infanterielastig. Den packe ich in die Reserve. Gibt es vielleicht eine Flanke, die ich eigentlich gar nicht brauche? Weil die Kanonen, die kommen... Er hat ja... Er soll kanonenlastig sein. 50-50 habe ich das bisher gemacht. Passt. Na egal. Auf jeden Fall die ersten zwei Korps. Na, hier. Den spenden wir mal den dritten. Hier. Dritte Korb kriegt jetzt nicht die geilsten Einheiten. Was? Gibt keinen Platz mehr? Ja, hier, gründe nochmal schnell. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel ich da reingepackt habe. Eigentlich müsste jeder vier, ne? Oder? Warte mal ganz kurz. Hab ich jetzt verzählt? Heinrich, ja. Sehe ich jetzt schon. Dritter Korb. Aber er hat 20. Mehr als 20 kriegt er ja eh nicht. Also eigentlich können das bleiben. Aber eigentlich können aus den beiden Korps nochmal welche zwei Stück in die anderen rein. Das machen wir auch nochmal. Vielleicht brauchen wir die alle, ich weiß es nicht. Haben wir irgendwas? Ja, hier. Pack ich mal in die vierte. Kein Platz. Mensches Kinder, dann müssen wir mal ein bisschen Platz schaffen hier. Das kostet Geld. Wer ist das denn überhaupt? Pascal. Cooler Name, mag ich jetzt schon. So. Hier kriegst du nochmal ein bisschen Plänkler. Aus dem zweiten. Und hier kann ich dir ein Klein anbieten und ein Belize. So, jetzt aber. Jetzt muss das dufte knapp alles gut sein. Also Heinrich ins Zentrum. Die linke Flanke muss gut sein. Die rechte wird das dritte. Das wird das schwache Korps sein. Und das ist dann die Reserve. Und ja, die Reserve ist sogar fast ausgebaut. Ich finde, wir stehen richtig gut. Aufgerundet 90.000 Mann. Das läuft. Attacke. Die Konföderierten haben den Entschluss gefasst, sich bei der Stadt Sharpsburg unserer Armee zu stellen. Die der Stadt am nächsten gelegene Brücke wird wahrscheinlich sehr gut gesichert sein. Seien Sie also vorsichtig. Vermutlich haben die Konföderierte ihre rechte Flanke
hier verankert. Boah, sind ein paar Meter. Wir können den Antietam an mehreren Stellen überqueren, jedoch besteht die Gefahr eines konfigurierten Hinterhalts oder einer Kanonade, ausgehend von diesen umgebenden Hügeln. Da schicken wir mal die Kavallerie vor. In echt macht man das zwar nicht, da macht man Scouts oder so, na egal. Die sicherste Marschroute zur Stadt, wahrscheinlich die sicherste Marschroute zur Stadt und den konfigurierten Verteidigungslinien ist aus dem Norden. Städte, hätte ich wohl die Flanken vertauschen müssen. Von hier aus können wir in Ruhe unseren Angriff starten. Also die Unerfahrenen sind auf der anderen Seite. Die Rebellen haben möglicherweise Truppen hinter diesen Hügel versteckt. Also werden wir ihn vielleicht erst einnehmen. Konföderierte Infanterie versteckt sich in diesen Wäldern. Ja, definitiv. Wo sollen die ihn sonst verstecken? Die konföderierten Linien erstrecken sich vermutlich durch diese Wälder im Osten. Das Gebiet um die Kirche beherrscht ihre linke Flanke und Zentrum. Laut Aufklärung, ich habe keine, stellt Sunken Road das konföderierte Zentrum dar. Sie wird durch mehrere Artilleriebatterien schwer verteidigt. Oh, das ist gut. Das tut weh. Die Stadt wird bis weit in den Westen durch Potomac geschützt. Wenn es uns gelingt, diese Straße zu blockieren, wird das die Konföderierten von ihrer Verstärkung abschneiden. Wir haben dann die Chance, sie einzukesseln und vollständig zu vernichten. Oh, da gibt es bestimmt Punkte, die ich einnehmen muss, und das, wenn ich die einkessel, ist scheiße. Unsere Division bereiten sich auf den Angriff beim Morgengrauen vor. Machen Sie sich bereit, General. Das wird ein harter Kampf. Jo. Hätte mir einen Kaffee machen sollen. Naja. Erste Angriffswelle wird nach Süden vorrücken. Diese Wälder werden von konföderierter Infanterie verteidigt. Jawohl, wissen wir ja. Ihre Stärke ist nicht bekannt. Meine auch nicht. Es wäre eine gute Idee, diesen Hügel einzunehmen, bevor er von den Konföderierten zu einer gefährlichen Artillerie-Plattform gemacht wird. Ah, das fällt mir jetzt ein. Das hatte ich hier nämlich nicht beachtet. Hier hatte ich nur ein Kanönchen und eine Einheit und hatte damals als Konföderierter hier keine Beachtung gegeben, glaube ich. Ich habe sie gleich alle hier hingezogen. Unser vorrangiges Ziel ist die Einnahme dieses Gebietes um die Dunkerkirche, was weitere Vorstöße unserer Streitkräfte in Richtung der Stadt und das Konföderiertenzentrum ermöglichen wird. Die Stellungen der Rebellen werden durchgängig von Süden her verstärkt. Wir müssen also schnell handeln und Boden gewinnen und dann uns in den Wäldern verstecken. General, wenn Sie auf hartnäckigen Widerstand treffen sollten, Sie eine starke Verteidigungsstelle etablieren und der Rest unserer Streitkräfte abwarten, die in etwa 2 Stunden eintreffen werden. Sie müssen beides einnehmen. Das ist wichtig, aber erst Hügel, dann in den Wald hier rein, breitflächig aufstellen und alles killen. Ah, da hat es nicht mehr für Gewehre gereicht, glaube ich. Das war das Thema. Das Problem ist, wir haben viele Leute, ne, aber keine Gewehre. Und ich glaube, bei den Konfigurierten hatte ich eher meistens, ich hatte mal eine kurze Zeit lang, da hatte ich auch keine Gewehre, aber meistens war es immer bei mir so, ich hatte immer zu wenig Leute. Bei den Blaurücken ist es komplett anders. Da habe ich Geld und Leute, aber keine Waffen. Und ich kriege auch nirgends wie Waffen, ne? Also wenn ich Waffen handel oder irgendwie Handel verbessere, dann kriege ich ja nur Rabatte. Ich brauche keine Rabatte, ich brauche Waffen. Na gut. Antietam, let's go! Ach nee, da muss ich klicken. Also. Alles, was Infanterie ist, muss laufen. Oh, ich habe perfekt alle genommen. Nicht. So.
Komm, hier hin. Nee, doch, ich habe euch alle vier. Komm her. Lauf nach vorne. Kanönchen. Kommt schon mal ein bisschen entgegen. ...1,53. Nicodemus Hill. Ja, dann geh schon mal rein. Wenn da keiner ist, geh schon mal rein. Hass füllt, folgt. Und ihr beide kommt von da. Weil nützen wir den Hügel einfach mit unserer Artillerie, ne? Hier könnte man vielleicht nochmal eine Einheit hinstellen, falls nicht wer von der Seite kommt, aber... Oh, kein Feind in Sicht. Warten. Halt. Blockiert euch doch nicht selber. Ah, da sind sie. Gehen wir mal raus. Gehen die schon mal Richtung Wald. Kavallerie hat uns gesichtet quasi. Weitere unserer Einheiten können nun vorrücken. Und Pause. Ah, da sind Einheiten. Da rennt gerade die Kavallerie rein. Okay. Stoneball-Brigade. Feuer, Feuer, Feuer. Die muss sterben. Oder auch nicht. Die sind im Wald. Komm. Und Pause, weil ich brauche meine Leute. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? So. Erstmal die Kanönchen. Brauche ich nämlich hier. Schön hierher mit den Truppen, 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 Truppen. Könnt mal Gas geben. Los. Ja, genau. Schön in die Kavallerie rein. Das mag die Kavallerie. So, ich zieh den mal weg. Achso, ich hab vergessen, den Punkt einzunehmen, verdammt. Hier, du, halt. Weiter. Die laufen. Warum laufen die? Hat die Stonewall-Brigade doch ganze Arbeit geleistet? Ab in den Wald und dann auf die Kanonen. Erst in den Wald. So, Union hat... ja, wir haben den Hügel gesichert. Ich habe trotzdem Angst, dass da was kommt. Ich setze dann mal jemanden wieder zurück. Kanonen weiter ran. Munitionswagen in die Mitte.
Und jetzt haben wir das Problem, die sind schön hinter Zaun. Kommt mal weiter hier in die Mitte. Und von der Mitte gehen wir zur Seite. Bevor ich hier diesen Zaun anrenne. Oh, die sind schon da. Kommt nochmal 5 Meter vor. Ich glaube, die ganzen Kanonen brauchen gar nicht erst so weit. Kommt mal alle her. Wir sind ja schon im Kampf. Attacke. Und ihr beide. So, vielleicht gehst du mal da hin. So, zieh ich mal zurück. Der läuft, das ist scheiße. Kavallerie könnte ich immer gebrauchen. Um diese Kanonen wegzukriegen. Da, Feuer. 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 Du darfst da hin. Los, laufen, laufen, laufen. In dem Wald bewegen sich echt lahm. Das ist unglaublich. Ich hoffe, die laufen jetzt. Damit wir... Nein, die laufen natürlich nicht. Da mal an, das ist doch nicht wahr. Eine zweite Salve, komm, Feuer, Feuer, Feuer. So, aufschließen. Halt, Feuer. Feuer. Er sie jetzt seitlich, verdammt. Ne, du runter. Du bitte auch da an die Seite. Damit wir sie hier wegkriegen seitlich. Ja, ich kann mich hier an diese Sache erinnern. Ich habe sie hier nicht natürlich aufgebaut. Damals. Ich bin hier auch, glaube ich, am Rand lang gegangen oder so. Los, weiter. Weiter. Ich glaube, hier die hintere Kanone stelle ich schon mal hier hin. Hauptsache sie laufen. Hauptsache sie laufen. Ich habe leider keine Kavallerie, um nach vorne zu schicken. Tut mir irgendwie leid, dass ich hier meine Einheiten verheizen muss. Alter, mein Wald. Kann nur ein bisschen ran, ein bisschen ran. Komm noch mehr. Laufen, das ist schon mal gut. Das heißt, du kannst nachrücken. Nee, du brauchst da. Komm mal zurück. Du kannst nachrücken. So, wir rennen, das ist doof.
ist wegen der Kanone da unten gewesen. Der wird jetzt hier seitlich alle weghauen. Nicht hinkriegen. Ich habe die Zeit außer Acht gelassen. Oh, ich hätte hier echt mal Kavallerie haben sollen. Wir hätten die so easy töten können, die Kavallerie, und hätten dann schön von der Seite kommen können. Aber nein, Heinrich nimmt keine Kavallerie hier mit. Verdammt, ey. Diesmal hätte sich's ausgezahlt. Das ist ein erstes Mal, dass ich das Kavallerie hier aus... also richtig Sinn gemacht hätte. Also wenn ihr das mal spielen solltet, Kavallerie. Mindestens zwei Einheiten. Dann habt ihr hier kein Kanonenproblem wie ich. Putz-Division wurde von Süden kommt gesichtet. Und da haben wir jetzt das Problem. Tigers, die müssen weg. Na los, tötet die Texas-Brigade da, verdammt. Jetzt wird der flankiert, das ist doch echt doof. Ey, könnt ihr diese Texas-Heinis da eigentlich mal wegkillen? So. Ja, ich hab verkackt. Das wollte ich nicht. Zurück. Rückzug. Ach, scheiße. Das war doppelt doof. Sich zurück. Ich glaube, das war's. Also, wir hätten jetzt da uns auch zurückziehen müssen. Da war das Ziel. Also, er hatte Verstärkung bekommen, aber bevor die Verstärkung da war, hätten wir hier schön die Kanonen uns wegsnacken können. Scheiße. Wenn mir das hier früher aufgefallen wäre. Na gut, ich hätte eh nicht gewusst, dass da Kanonen sind, aber... weil ich glaube, einer von euch hat mich damals gewarnt, dass wir es eben hier nicht aufstellen sollen. Denn dann passiert nämlich das, was ich hier mache, nämlich schön von der Seite angreifen. Naja. Aber noch ist nicht alle Tage Abend. So, die erste Welle hat die Absicht, der Konföderierten offenbart, ihre Linie zu halten und die Stadt zu verteidigen. Nun können wir den Rest unserer Streitkräfte das Tal hinabschicken. Dankerkirche muss gehalten werden. Ja. Ah, jetzt haben wir die Straße schon. Diese Sunken Road ist eine wichtige Stellung. Die Rebellen werden sie vermutlich mit starken Kräften verteidigen. Wir sollten vorrücken und sie vertreiben. Ja, sie müssen mal darauf kriegen wir Verstärkung. Auf dieser Seite des Flusses stehen Truppen bereit. Wir können sie einsetzen, um die Flanke der Konföderierten zu stören. Ja. Unsere Aufklärung zufolge stehen die Rebellen weitere Streitkräfte zur Verfügung. Seien vorsichtig. Wir wissen nicht, ob diese Reserve gehalten werden oder sie noch auf dem Weg von Harper's Ferry befinden. Naja. Seien Sie vorsichtig. Doof. Oh, die haben sich vielleicht zurückgezogen, oder was?
Ach, das ist alles nicht so schön. Alles nicht so schön. Jetzt habe ich meine Kavallerie. Kann ich hier auch nirgendwo hinpacken. Die wollen ja stören, ne? Guck erstmal, was drüben ist. Einheiten. Leibst. Mit nachrücken. Oh, jetzt haben wir diesen. Ich glaube, dieser Aufklärungspunkt ist nicht mehr so wichtig. Oder nein. Ja, wir müssen ja, hier haben wir ja keinen Punkt mehr zum Halten. Die nächsten Punkte sind ja hier. So kann er sich fortbewegen. Ja. Na, ich zieh dich mal zurück. Und hier auch zurück. Wir müssen es dann neu formieren. So wird das nichts. Jetzt haben wir den geschlagenen Rest, was immer das sein soll. Und kommen einfach mal hier hin. Bis dahin sollte das ja Geschichte sein. Und die sind noch auf Aufklärung. Alter, what? Ah, dann ziehen wir sie so ein bisschen weg, das ist ganz gut. Ich hole jetzt mal meinen Aufkleber. Ah, der ist schon. So, hier. Auf den Feuer. Komm mal da rein ins Wäldchen. So. Hier hin. Weiter. Und Feuer auf die Kavallerie. Na, wir warten, bis die Kanonen da sind und rücken die weiter vor. So, unsere Armee rückt vor, um das Zentrum anzugreifen. Der Rebellen, ja, okay. Wer im Kampf ist, kann ich lesen, merke ich gerade. Mal da rum. Wir können auch ein bisschen näher ranrücken. Und hier schießt sie da raus. Und da rückt sich schon gerade. Okay, wir müssen hier Druck aufbauen. Kanonen sind noch nicht ganz da. So, was haben wir hier? Rüppchen. Dorthin. Kavallerie. Ich da mal hin. Heinrich ist jetzt da. Okay, das hat er ja gesagt, das Zentrum ist da. Jetzt versuchen wir sie ein bisschen da rauszukriegen. Kanonen reichen schon. Feuer. Hier auf den, der schwankt. Feuer. Auf die Texas-Einheit, ich mag die nicht. So, McLaws Division gesichtet. Keine Ahnung, wo die ist. Ist mir auch Wumpe. Hauptsache nicht bei mir. Oh, da ist. Da sind Einheiten. Feuer. Kavallerie, mal weiter weg. Ihr habt
Versuchen. Komm, Junge, lauf doch mal. Oh, endlich kriegen wir Unterstützung hier. Oh, halt. Junge, was machst du? Pitchen, Mann. Bist du irre? So, hier hin. Zurückfallen. Hier hin. Du rennst dahin. Dann haben wir sie quasi schon rausgelockt aus der Ecke davon vorhin. Dann können sie schön angreifen. Oh, die greifen. Zurück. Zurück. Kanonenfeuer da drauf. Feierabend. Weiter vor. Weiter vor. Pitchen. Weiter vor. Munitionsfeuer. Weiter vor. Oh! Die laufen. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Oh, die kriegen Verstärkung. Wir müssen das Gebiet umzanken. Ja, ja, Road einnehmen. Ich weiß, wir müssen alle Gebiete einnehmen irgendwie. Und ich komme gerade mit den Truppen nicht hinterher, glaube ich. Das ist gerade auch ein Problem. Weiter. Kanon weiter vor. So, Kitchen. Kitchen hat Feierabend. So viel Truppen hier, da muss doch mal irgendwie weiter vorangehen. Genau, Attacke und halt. Weiter. So viele Männer, die da einfach doof rumstehen, nichts machen. Könnte auch zu Hause. Ah, weiter vor. Wohin mit euch? Ab in die Mitte. Wohin zurück? Verstärkung. Los, hört ihr den Anderson da, der muss sterben. Ja,
Entschuldigung. Scheiße. 2 Stunden haben wir noch. Und hier sind noch Truppen, die einfach doof rumstehen und Däumchen drehen. Na? Hier gerade die Infanterie. Laufen. Attacke. Oh, der läuft doch schon. Das ist gut, dann kannst du mich von hinten schon angreifen. Weiter, die Kanone ballern. Weiter ran. Ah, der greift an. Feuer. Die müssen doch mal alle da sterben, verdammt. Hier, Kavallerie, komm mal hier rüber. Alter, wir müssen die von der Seite nehmen, ey. Können wir immer noch einhalten. Warte, bis sie alle da sind. Ich steige schon langsam nicht mehr durch. So, Attacke. Oh, Longstreet überwacht die Verteidigung. Los, Attacke. Und zurück. Wheeler-Rückzug, habe ich gesagt. Feuer. Kanone nachrücken. Und Pause, ich stehe. Mann, oh Mann, ich habe gerade echt keine Ahnung, was ich hier mache. Ich rück da nur ran, na. Alles Attacke und. Oh. Steig hier schon langsam gar nicht durch. Und. Attacke, laufen. Ich habe jetzt nicht alle angefasst, ne? Doch. Huh. Alter Schwede. Hier, was macht ihr denn hier? Däumchen drehen, ne? Seh ich doch. Komm mal her. Ich glaube, die haben wir lang genug genervt, ne? Kommt mal hier rüber. Nicht, dass wir da gleich überrannt werden. So. Und weiter. Lila, komm mal hier hinten her. Ah, da laufen sie, das gefällt mir. Alter, sollte nur schießen. Angriff. Lauft um euer Leben. Jetzt müssten sie mich gleich nämlich hier aufpassen. Und dann kann ich mit den Kanonen immer von da rangehen.
muss ich langsam mal auf Pause gehen. Ah, der ist schon wieder zurückgezogen, die Ratte. Da sind ja immer noch Arschkrampen drin. Gibt's doch nicht. Ich habe hier zu viele Männer irgendwie. Guck mal weiter vor. Da mal eine Reihe auf. Ich hab eine Idee, ich weiß nicht, ob sie gut ist. Nehmen wir gleich. Schon wieder die Texas-Brigade, die mir sowas von auf die Zwirn geht. Endlich. Laufen. Laufen. Oh. Ich bin motiviert. Wir haben wenigstens einen Punkt. Die Kirche. Der andere wird jetzt ein bisschen heikler hier. Kanone reichen. Feuer. So, ihr braucht gar nicht mehr so weit. Einfach hier hin. Das reicht voll und ganz. So, ab in den, an den Rand. Treiben sie an den Rand der Verzweiflung. Wo ist meine Kavallerie? Da. Kavallerie, holt ihr. Holen, holen, holen. Vielleicht da. So, diese Einheiten hier. Hier hin. Irgendeine Kanone habe ich noch dabei. Die soll da bleiben und feuern. Gefangene gemacht. War nicht mein Ziel, aber haben wir. Na komm, die 600 Mann packen wir doch da wieder zurück. Und zurück. Zurück. Was machst du hier, Junge? Habe ich euch da so scheiße hingestellt? Kann nicht so verantwortungslos sein. Attacke! Muss ich sie nur da wegkriegen irgendwie. Jetzt zieht meine Kavallerie noch. Ich muss sie da ran schicken. Kanonen reicht, Feuer. Feuer, Feuer. Einfach drauf da. Nee, stell dich da hin. Brauchen wir Feuer. Ran. Ran. Hier, auf den nächsten. Feuer. Puh, meine Kavallerie hat sich gerade aufgelöst. Scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst.
So, jetzt sind die Kanonen hier hinten ins Nirvana. Wir müssen weiter ran. Weiter ran. Weiter ran. 2000 Mann nach vorne dann. Hier, Munitionswagen. So, wir haben nicht mehr viel Zeit. Zeit ist jetzt das Problem. Ran an, die Kanonen müssen laufen. Alles muss laufen. Alles muss sterben. Alles muss laufen. Die müssen nur gegenhalten. Ihr müsst nur gegenhalten, Jungs. Nur gegenhalten. Feuer auf die Mitte, Kanonen. Kann doch nicht so schwer sein. Einfach in die Mitte. Einfach in die Mitte. Weiter. 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 Wir sind fast da. Hier, kämpfen. Keine Zeit. Schützen, weiter. 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 Boah, ich will gar nicht wissen, wie oft ich weiter schon gesagt habe, aber weiter. Los, ran da. Ran. Ran an den Speck. Nein! Ah! Verdammt! Wo ist die Zeit hin? Das kann doch nicht sein! Gut. Scheiße. Wollte unbedingt einen Punkt noch haben. Mist! Ich hoffe, ich war nicht zu übereifrig, ne? Ah, wir haben sie gut eingekesselt. Scheiße, ey. Ein bisschen länger, ein bisschen länger. Die hätten wir noch ein bisschen gehabt, die wären weg gewesen. Die wären weg gewesen. Na ja, gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Einen Kommentar, ein Abo. Ich würde mich freuen. Ansonsten, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.